Gut so. Perfekt. Also wir mussten jetzt hier nochmal das ein bisschen höher machen, damit das passt, oder? Ja. So, jetzt klopfe ich den runter und du guckst, ob der Strich auf dem... Also das muss sowieso noch ein bisschen weiter hier rüber, die Schnur, Papa. Das passt nicht erstmal mehr. Erstmal muss die Schnur auf die andere Schnur. So, ja, denn. Gib ihm! Langsamer! Langsam, langsam, langsam! Ja? 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 Ja, langsam, langsam. Stopp! Ja, jetzt. Guck mal, und jetzt, wie weit das weg ist. Ja, dann nehmen wir uns jetzt einen anderen Stecken und machen das richtig. Also, Papa hat jetzt den hier runter gekloppt und jetzt müssen wir hier diesen Strich da, dahin. Also, sozusagen auf die Kreuzung kriegen. Ja. Und hier habe ich den hochgemacht. Und jetzt passt das von der Höhe. Und jetzt nimmt Papi einen anderen Stecken. Einen anderen Stecken und schiebt die Schnur darüber. Ja, hatten wir doch eh gesagt, oder? So. Warte. Warte, jetzt! Na? Ja, so kann ich nichts gucken. Ach so, kannst du nicht? Ich dachte, ich soll gucken. Ja. So, ne? Ja. Warte. Ja. Bisschen nach da. Jetzt. So. Also gerade war die Post da. Papa hat jetzt hier nochmal was weggeschaufelt, so wie ich das mitgekriegt habe. Was stellst du da oben? Wir müssen hier jetzt erstmal gucken, wie viel wir noch wegschaufeln müssen, damit wir die Borde setzen können, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja. Und ich denke mal, dass wir dann morgen oder so, oder heute vielleicht noch den Mischerplatz einrichten. Ja, das stimmt jetzt nicht, weil ich das ja gezogen habe. Ja, ich wollte gerade sagen. Lose hier. Müssen wir nochmal messen dann. Jo. Das ist erstmal der aktuelle Stand. So Leute, also wir sind jetzt fertig. Wir machen jetzt Kaffee. Papa, meine Tante und Mama haben da hinten den Spritzplatz, den Mischerplatz eingerichtet. Hier vorne haben wir noch den Bordgraben gebuddelt. Ich kann euch das ja nochmal näher zeigen. Hier den Bordgraben gebuddelt. Ich habe den Trecker reingefahren. Papa wickelt gerade noch die Leine auf, die Schleppleine. Ja, und wir machen jetzt Kaffee und dann wahrscheinlich auch Schluss für heute, ne? Gucken wir mal, wie spät das ist. Jo, okay, dann. Ob die nun was machen. So, wir haben es jetzt bestimmt schon um 5, halb 6. Und auf jeden Fall machen wir jetzt noch eine Runde Mischung. Jo. Wir machen jetzt eine Runde Mischung und dann setzen wir, glaube ich, sogar schon was. Hier haben wir halt unseren Mischer. Hier haben wir Sand. So, Leute, ich weiß, ich glaube, ihr habt mich wahrscheinlich gerade nicht richtig verstanden. Wir haben heute den 22.06. Wir haben gegen 4 Uhr. Ich habe jetzt Josie hier schon mal festgemacht, also sie aus dem Stall geholt, Zwinger. Und muss sie jetzt hier noch mehr festmachen, dass sie uns da nicht zwischen die Schnüre läuft. Wir haben gestern nichts mehr gemacht am Sonntag, weil wir da Puten und Wachteln. Au. Weil wir da Puten und Wachteln geholt haben. Papa hat am Sonntag, ich sag mal, nur noch die Schalung hier gebaut. Müssen wir die jetzt eigentlich noch mit Öl einschmieren? Olivenöl. Ja. Oh, ist so schön. Papa hat jetzt hier gerade die Box hergeholt und lässt jetzt hier Water reinlaufen. Und den Mischerplatz, den haben wir auch eingerichtet. Ich glaube, das habt ihr auch gesehen.
Ja, und sonst hat sich soweit nichts verändert. Ja. Papa, ich glaube, wir müssen hier noch mal was hinmachen. Ja, das war nass bestimmt. So. Das müssen wir noch mal messen lassen. Ja, ich habe meinen Zollstock. Nee, ist gut. 4,8 Meter. Ach, da an der Wand. An der Hausecke. Bis hier. Ist 0, ne? Soll ich das wieder an der Schwarze halten? Ja, ja, da wo die Schnur ist, da kommt die Schiene. Ja. Jetzt. Warte. Heute habe ich auch ein anderes Outfit. Heute sind wir im Axel-Shirt und in kurzer Hose. So, wir machen jetzt die erste Mischung. Ich freue mich. Ja, wegen dem Beton, ne? Wo ist die denn? Ach ja, mit den Dingen da. Ja. Also ich habe jetzt hier gerade das Tor vom Skoda aufgemacht, damit, wenn Mama kommt, dass wir hier mit der Schubkarre fahren können und wir uns dann hier den Zement greifen können. Ja, das ist einfach Zement, der wird mit Wasser und Kies angemischt. Den Kies hatten wir schon am Donnerstag geholt, letzte Woche. Und den Zement haben wir Mittwoch oder Dienstag geholt, als wir in Hagenow waren. Ja, und ich glaube, vor zwei oder einer Woche, Freitag, vor zwei Wochen Freitag, ja, haben wir, glaube ich, das Holz geholt. Und das ist jetzt schon trockener, aber ich glaube noch nicht ganz trocken. Aber wir betonieren ja jetzt erstmal die Borde. Haben wir irgendwo hinten, die müssen wir auch noch holen. Also ja, das ist auch noch schwierig. Ich muss mal gucken. Die Borde haben wir, weiß gar nicht, wo haben wir denn die Borde? Ah, da haben wir die. Brauchen wir auf jeden Fall die Sackkarre. Weil wir müssen ja die Borde fahren. Sonst können wir ja nicht mit den Borden arbeiten. Weil wir brauchen ja das Josa. Also ich habe jetzt hier die 5 Borde hingebracht und jetzt mischen wir. Hallo. 2 Meter sind 4 Stück. Ja. So ungefähr hinkommen. Ja, wenn nicht, dann hole ich noch einen. Also oder zwei, da sind ja 5 drauf. Das wir sind brauchen nur 8. Ungefähr. Ja. Okay. Hast du ein Messer? Ja. Ist das dein Kameraständer steht im alten Hühnerstall. Ja, okay. Ist das okay, dass ich das Skoda-Tor aufgemacht habe? Wenn Mama kommt, können wir da reinfahren und die Zementsäcke holen. Ja. Ich denke mal, das wird eh reichen, erstmal 2. Ja. Jo.
So, Leute, wir schreiben den dritten Tag von unserem Project. Yeah. Ich ziehe mir gerade noch die Schuhe an. Wir haben uns schon eingecremt. Und ich ziehe jetzt, ich hole Losi, also Josie, raus. Und dann geht's mal so richtig los. So, let's go. So, let's go. Da freut sich wer. Ja. Ja. Sitz. Oh Gott! Kritische Situation! Ja, lauf! Ja, lauf! Ja, gib Gas! Ja! Ja, lauf! Ja, lauf! Oh! Meine Handschuhe! Sie sind aus Stein! Oh nee! Und dann noch so ein Verteiler. Jo, jo.
So, also wir haben ja nochmal weitergemacht. Wir haben jetzt noch die beiden Borde gesetzt und hier die Schalung abgenommen. Und für das Rohr buddelt Papa jetzt hier einen Gang und da ein Sickerloch. Sickerschacht. Sickerschacht. Da kommen dann Steine rein und Erde. Und ja, da führt dann ein Rohr hin. Und hier das Stück haben wir, glaube ich, gekauft wegen dem Dach. Wird ja auch eine Regenrinne da sein. Dann geht das runter und auch mit da rein. Ja, so ist der Plan. So, wir schreiben den Alma's Cooking. Wait. Schreiben den 25.06. Und zwar bauen wir heute weiter. Papa hat hier schon den Spritzschutz abgeritzen und das verteilt. Ja. Jetzt wollen wir hier so eine Auffahrt bauen. Hier so. Ja, wollen wir bauen. Aber erst muss der Zaun weg. Den braucht eh keiner. Au. Mann, ey.